Juhu! Ja, hier ist der Dale, wir spüren das Dix. Ja, wir haben die Menschen, glaube ich, soweit schon hinter uns gebracht. Wir müssen jetzt an den blöden Elfen vorbei. Und die sind deutlich schwerer. Vor allen Dingen ohne Messer. Komm an den vorbei, ich weiß nicht so genau, weil da steht einer gleich in der Tür, ne? Wir müssen da oben hin. Nee, da oben. Oh, da steht noch einer. Scheiße. Obwohl, da kann man hoch und oben rein, okay. Die Frage ist, ob man so vorbei. Geh erstmal. Ich denke, wenn der ganz auf der anderen Seite ist, kommen wir da bestimmt vorbei. Dann darf er nur nicht zurückkommen, weil dann ist er aber zu langsam. Da steht auch noch einer. Das ist ein toter Elf, ne? Die scheinen sich richtig geprügelt zu haben, so. Ah ne, da lag gar nichts. Ich dachte, da lag ein Messer. Da hat was geblitzt, so. Oh, Scheiße. Ja, man muss immer genau gucken, dann findet man die Wege. Oder was? Da kann man einen platt machen. Da können wir einen platt machen. Machen wir natürlich, den nehmen wir auch mit, auf jeden Fall. Fall runter, komm mal nicht. Und das interessiert den gar, das gibt's ja gar nicht. Interessiert den überhaupt nicht. Oh doch, jetzt geht er weg. Ja, warum geht er da runter? Erstmal kennt er ja, ne? Schließlich ist einer tot. Aber da kommen wir so nicht vorbei. Der wird uns bemerken. Uns da beeilen. Macht das aber kein Problem. So, wo geht der hin? Der bleibt da stehen anscheinend. Springen mal da darüber. Oh. Oh nein. Ich werde darüber müssen wahrscheinlich, ne? Da kommen wir nicht. War an dem einen vorbeigelaufenen Speicher ist nochmal schnell. So, und jetzt gehen die weg. Dann guck mal da. Nein, da ist kein Geruch. Das ist deine Mutter, die so stinkt. Oh nein! Scheiße, da ist eine Tür, ne? So, erstmal hier hoch. Ich habe ein Messer bekommen. Tut mir leid, aber. Ich finde das Spiel auch, da muss man speichern. Irgendwie, das geht gar nicht anders. So, da können wir darum, da können wir dann.
Da müssen wir hin. Da können wir nicht hören, ne? Nee. Dann können wir da durch, vielleicht. Okay. Da ist noch so eine Elfensau. Da unten ist nix. So. Uiuiui. Oh, da weiß ich nicht, ob das passt. Das. Da sind wir wieder vorsichtig. So. Okay, das passt schon mal. Kann ich da durch? Komme ich da hin? Irgendwie sind die Menschen ja auch scheiße, ne? Die lassen sich hier niederschlagen und ich weiß nicht was. Da ist keiner. Da unten scheint auch keiner zu sein. Ja, aber wir müssen da hoch, also gucken wir mal hier jetzt da. Okay, da ist ein Elf. Sich noch nicht umdrehen, da ist keiner. Okay. Da ist auch ein Elf. Ich komme an dem vorbei. Ich versuche mal, anstatt den Keil zu machen und da die Treppe hochzugehen, da hinten die Treppe hochzugehen. Vielleicht kann ich mich hier einfach schön dran vorbeibimmeln. Geh, geh, geh. Er guckt nicht. I thought I heard something. Da können wir auch hoch und unten drüber springen, wenn der weg ist. So. Hier oben dürften wir eigentlich gar nicht auffallen. Ich frage, ob ich hier hinten hin soll. So wollte ich das machen. Dann legen wir den mal in die Ecke. Hat der was? Leider nicht. Ja, so, jetzt musste ich mal kurz telefonieren. Und jetzt bin ich ein bisschen raus. Da steht einer, da kommen wir nicht vorbei. Da oben kommen wir auch nicht durch. Da. Oh, guck mich nicht an. Da. Halt dich fest. Oh, ja. Oh, Gott sei Dank. So. Da steht einer. Da geht einer. Da liegt ein Besen. Da steht einer. So. Komm
komme ich denn da hoch? Da komme ich nirgendwo hoch. Da hinten sieht es auch nicht so gut aus. Da oben? Da ist ein Käfig, auf den kann ich drauf und da hoch. Ist dann nur die Frage, wie wir da an dem vorbeikommen. So, ich speichere nochmal. Wenn er hier vorne vorbeigeht, versuche ich einfach mal hier hoch und da durchzuflitzen. Und mit ein bisschen Glück sehen die Jungs mich nicht. Ich darf halt noch nicht zu schnell gehen. Okay, das hat funktioniert. Steht hier oben einer? Nee. Hier oben steht keiner, okay. Und speichere ich eben nochmal. Weil es eben so gut funktioniert hat, komme ich da hoch. Nee. Da ist ein Bild. Ich gucke da mal so vorsichtig rein. Da scheint keiner zu sein. 44 Meter noch. Ich verstecke mich erstmal hier. Okay, da kann ich nach oben auf jeden Fall schon mal. Glaube ich, egal wie rum. Uiuiui. Das ist aber ein Mensch, ne? Ich glaube, das ist ein Mensch. Ich soll aber zur anderen Seite auch. Ich gehe mal hier. Und komm, stirb! Oh, den anderen habe ich natürlich nicht. Jetzt hatte ich überhaupt nicht geguckt, ob hier noch ein zweiter steht. Ich bin einfach runtergesprungen. Da ist noch was. So, das ist nix. 38 Meter. Ja gut, aber hier haben wir schon mal aufgeräumt. Hat ja funktioniert. Da komme ich nicht raus. Da ganz hinten rum. Oh. Ich möchte gerne was probieren. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das richtig ist. Komme ich denn da jemals wieder hoch dann auch? Ich würde gerne probieren, von hier oben auf den drauf zu springen, ohne zu sterben. Hat sehr gut funktioniert. Sollten wir vielleicht nochmal machen. Okay. Oh. Halt dich fest. Oh, hier, das Nest ist leer. Aber ich glaube, hier waren wir aber auch schon mal. Ne? Da haben wir doch diese. Haben wir hier nicht die Königin irgendwie? Die Königin penetriert oder so. Scheiße, wie komme ich denn da hin? Scheiße. Da ist ja gar nichts. Geh doch da raus aus dem Feuer, du Idiot. Meine grandiosen Fertigkeiten hier wieder. Boah. So, die ganze Scheiße nochmal machen. Halt dich fest!
Lululululu. Speichern. So, und jetzt nicht ins Feuer. Oh. Er soll doch nicht ins Feuer. Macht er denn da? So, jetzt gehen wir so zurück. Da komme ich nicht rum. Ich muss darüber. Und da sind auch noch Menschen. Okay. Warum hält er sich denn da nicht fest? So. Das können wir aber zumindest noch nicht ins Feuer rennen. Da sind wir oben. Okay. Ach. Hör doch auf. Ist die Frage, muss ich da unten runter? Oder speichere ich lieber erstmal? Ich versuche mal hier oben weiter. Geht's denn da? Dann da. Ich guck da einfach. Okay, das funktioniert schon mal. Wo bewegt er sich? Ich habe ein bisschen Angst, dass er durch den Durchgang kommt jetzt gleich. Da ist kein Kronleuchter drüber. Da unten ist er. Müssten wir übers Bett schon mal rüberkommen, auf jeden Fall. Dann müssen wir vielleicht gar nicht. Okay, da kommt der andere. Da ist noch einer. Ich wollte mich unsichtbar machen und da vorbeigehen. Hat ja richtig gut funktioniert auch. Ja, schlag mir auf den Kopf. War nicht so gut. Jetzt habe ich natürlich das Speichern vergessen.
So, dann vermute ich mal, dass wir dann doch eher hier lang gehen müssen. Übers Bett und da dann irgendwie runter. Speichere ja nochmal, dann brauchen wir das nicht wieder gehen, alles da, weil wir werden sowieso sterben. Ja, du, was du denkst, ne? Das ist mir scheißegal. Ui. Und da jetzt rüberspringen, ohne den Stuhl zu berühren. Ui. Speichern wir sofort. Schaffen wir nämlich kein zweites Mal mehr. Das Gute ist aber, dass hier auf jeden Fall schon mal wieder Men. Ach, das war das. Oh. Sind hier doch Elfen? Da ist noch einer. Scheiße. Weiß gar nicht mehr, wie kam er denn da vorbei? Mann, das waren die, die man berühren durfte, ne? Das waren nicht die, die man berühren durfte. Scheiße. Ah, ich weiß wieder. Guck mal an der Seite. Den. Ich dachte, ich könnte so quer da drüber gehen. Schon ein paar Folgen her, dass wir da mal lang gegangen sind. Die beiden sind auf jeden Fall. Ach, so. Da darf man das, da darf man das. Da darf man die beiden. Und dann davon sterben. Ganz toll. Dann müssen wir uns erst den Typen da holen. Am besten. Klon töten ist 2. Das speichern wir, weil der jetzt weg ist. So, und dann gehen wir hier, hier, hier. Springen da einmal rüber. Dürfen hier auf die beiden. So. Hier dürfen wir auf die. Den dürfen wir auch. Da dürfen wir gar keinen. Erstmal zur Mitte gehen. Da dürfen wir den und den. Oh, hier darf ich nicht speichern. Und da darf ich den. Okay. Jetzt darf ich speichern. Das nehmen wir mit. Benutzen gleich auch eins, dann sind wir wieder voll, mehr oder weniger. Okay. The spy system installed by Querberos for Barriman looks just like the dick who invented it. Let's see. The main duct, the one which listens to the tree. Finally. Quick. Find the heart. Find sticks.
tree will be mine. What? How did you do that? You no longer carry my mark. I can no longer hear you. Ah, yeah. I found that tattoo a little too showy. Not my style. And surprisingly, my headaches have been much better since I got reborn. You should try it. Real rush. So go and live your life somewhere else, and leave the heart to me. My life starts now. For the first time, I'm certain of what I want. No elf or Rakash like you is gonna tell me what to do. Akinash, the heart, I don't give a shit about any of it. I just want to make you suffer as much as you made me suffer. Yeah. I know what might really piss you off. What if I destroyed this heart that you want so much? Would you and all the other mind-fucking dickheads like that? Huh? Would you? No! Don't do that! I forbid you! You too are a creature of the Amber. You will lose all your memories! But Styx, I ain't got no memories, remember? A flawed creature like you can never defeat me. Even if you no longer carry my mark, I have other ways to find you. Go say hello to your brother, Vermin. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Oh, das war gut. Das war richtig gut. Oh, ich hoffe, letzter Spielstand ist jetzt hier. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich da hin soll jetzt. Ich weiß gerade nicht so genau, was ich tun soll hier. Und dann hakt er da an einem scheiß Baum. Doch gar nicht. Gehen die immer innen? Ja, der andere geht außen, ne? Uiuiui, ich wollte ihn gerade irgendwie töten und dann ist er weggelaufen. Ich weiß auch nicht, wo der echte Styx ist. Scheiße.
Anscheinend muss ich die drei Typen ausschalten. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber wie? Warum läuft er denn direkt dahin, wo ich stehe? Wieso schmeißen die denn jetzt Messer auf mich, die Penner? Ist mir gerade so eingefallen, vielleicht muss ich auch einfach nur ins Loch, aber ich muss nicht ins Loch. Scheiße. Okay. Jetzt haben wir zwei. Zwar alle Messer aufgebraucht, aber probieren wir einfach mal. Er wird jetzt hier wieder. Come on. One left. Scheiße, jetzt macht er mich schon wieder neue. Das neue Messer. Rakash, don't you want to die? Stop fooling around. Go say hello to your brother, Vermin. Scheiße, jetzt werden wir noch unsichtbar. Wie soll ich das denn machen, ey? Hat er mich gesehen? Scheiße. Oh. Jetzt die Unsichtbaren oder die anderen? Ne, die anderen. Scheiße. Geht da nicht mehr raus. Toll. Jetzt dachte ich, ich kann mich schön draußen verstecken. Kann ich aber nicht. Ja, und der hat unendlich Messer, die er da in den Baum steckt, oder was? Scheiße. Ja, die haben mich ja gesehen. Ich kam ja nicht mehr weg. Der laufende Typ da. Oh. Scheiße. Das gibt's doch alles gar nicht. Wie soll ich die denn fertig machen jetzt? Hey!
Ach, Scheißdreck. Er dreht sich natürlich genau dahin, wo ich stehe. Fängt an zu fliegen. Kacke ist auch, dass ich da überhaupt keine Energie habe. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll. Sind ja sofort da, wenn ich da was mache. Der hat ein Messer am Rücken, der Typ. Das kann ich mir nehmen, aber da komme ich ja gar nicht hin. Checkt auch ein Messer in einem Baum, ne? Seht ihr das? Ist das ein Rotz? Ich dachte, schnell rüber, Messer nehmen und dann. Aber das geht ja auch gar nicht. Boah, ich versuche nochmal, den letzten Spielstand da zu laden und dann. Das war ja hier, ne? Können wir überspringen eigentlich? Das haben wir schon gesehen. So, und bevor wir den anderen töten, müssen wir uns die Messer holen auf jeden Fall. Die wieder haben.
Dann können wir nämlich die anderen beiden ausschalten. Super wäre natürlich, wenn wir jetzt drei Messer finden. Da ist kein Messer mehr, glaube ich. Das haben wir auch gesehen. Ich hoffe, danach kommen jetzt keine mehr, weil, boah, nochmal, dann haben wir ja überhaupt keine Chance mehr. Oh, diesmal ging das viel besser. Das war eine gute Idee, nochmal neu zu starten. All these years. What the fuck is that? Damn fucking elves! Even dead, you still get in my way. The heart! Let me be! Wreckers! No! This shit has destroyed my life. I was a proud and free orc, and this is what Amber has made of me. A puny runt with a burnt-out brain, sentenced to vomit his despicable reflection again and again, to be sure he never forgets his curse. But if I had the heart, I could study it. Find a way to become as I was before. What are you talking about? Our buddy is perfect for surviving in this shithole. Small, sure, but quick and mean. I was only born yesterday, and I can already see how the beings are rotten here. Yeah, in fact, I like being me. Enough raving. You may have the heart, but you can't beat me. So just give me the heart if you want me to spare you. You don't get it, do you? Live or die, it doesn't matter as long as it's not an order given to me. Watch me, Styx. Look at me while I choose my destiny. No! Stop! If you break the heart, everything will collapse! The heart! I almost had it! I could have become an orc once more! What have you done, you fool? We'll become empty shells. I'm gonna bleed you if it's the last thing I do. Oh no, Styx. I'm the one who will choose my own death.
Rakesh! Dried-up lake bed. It was a big, dead tree. Dozens of my kind crawling around, like rats. But I wasn't like them. I was a rat of another kind. My head was empty. My vision blurred. I don't know what happened before that. I could remember only one thing. A name, Styx. Was the only thing I could think of. I guessed it was my name. I often dream of this place at night. Well, it's more like a nightmare. I see myself, and I am everywhere. There are a whole lot of me's, but they're not me. And all these me's are calling to each other. Styx! Styx! And at the same time, it's as if none of them hears the others. Then I have this feeling like I'm falling. But I'm falling upwards. Yeah, it's weird, man. And then I wake up. And for a few moments, I seem to hear hundreds of me calling to me. And then I finally remember that there aren't any like me in the world, that I'm the one and only Styx. And I don't know if it makes me proud or sick to my stomach. Puh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber irgendwie auch witzig. Wir springen runter und aus dem Ember kommen hunderte Styx und machen den richtigen Styx platt und... Ja, eigentlich ist es schlüssig da, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Und dann ist er der letzte Styx. Fortsetzen. Oh. Ja. Da sind wir wohl auch schon zu Ende. Ich dachte eher noch, dass wir wirklich einen richtigen Bossfight machen müssen gegen Styx noch, aber da mussten wir wohl doch nur gegen die Klone kämpfen. War vielleicht auch besser. Die waren ja schon schwer genug und ich denke, einen anderen Fight hätten wir auch über mehrere Folgen ziehen müssen wahrscheinlich. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch die Story, die war sehr unterhaltsam. Auch wenn ich im Ganzen ein bisschen länger gebraucht habe, das durchzuspielen, weil ich eine lange Pause dazwischen hatte, aber das hat halt auch andere Gründe. Aber darüber haben wir oft genug gesprochen. Und ja, ich bin auch froh, dass ich zu Ende bin, weil jetzt irgendwie über 60 Folgen Styx, dann wird es auch langsam anstrengend irgendwann. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt und hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play dann auch wieder dabei. Gut, ich lasse euch dann noch mit den Credits hier alleine und würde sagen, tschüss.
Oh, da bin ich nochmal. Ja, da kam noch was hier, ne? Wir sind noch mal im Versteck. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt hier noch großartig was machen können. Die Fertigkeiten können wir anscheinend auf jeden Fall noch vergeben, die Punkte. Die haben wir alle. Ah, die haben wir auch alle. Die haben wir noch nicht. Guck mal, was da jetzt noch ist. Das nehmen wir. Ah. Die sind aber teuer, ne? Da muss man wohl doch noch was vergessen wieder. So. So. So, Mission erneut spielen. Ja, ich glaube, ne, das ist es auch. Ich glaube, wir können jetzt nur noch Mission erneut spielen, ne? Ja. Okay. Ah, da sieht man, was wir alles vergessen haben. Die Embleme haben wir alle gar nicht geholt. Obwohl, eins müssen wir doch. Ach nee, das ist. Ach. Das sind zu kleine Erfolge. Okay. Nee, aber nochmal spielen wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, da musste da mich nochmal 2-3 Minuten ertragen. Und gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Beim anderen Spiel natürlich. Tschüss.